Am nächsten Morgen spaziert Florus in Gedanken versunken durch einen Garten. Er überdenkt die Ereignisse des vergangenen Tages. Ist seine Intrige in Gefahr, jetzt wo er mit Agrippina nach Rom reisen soll und das Heer sich zu Germanicus bekannt hat? Nein, mitnichten, denn niemand ahnt etwas von seinem Plan. Germanicus der Tor vertraut ihm und die schöne Agrippina auch. Also, jetzt gilt es, stark zu bleiben. Das Ziel ist der Thron des Reiches. Dort will er hin und dort gehört er hin.